das ganze Elektromobilitätsthema lebt nicht nur von der Batterie, vom Auto, sondern auch von allen Services drumherum, wie wir ja überhaupt eigentlich zwei ganz große Innovationsthemen in der weltweiten Automobilindustrie haben, die zum Beispiel auch im Mittelpunkt der IAA im September in Frankfurt stehen. Auf der einen Seite Elektromobilität und alles, was damit verknüpft ist, und auf der anderen Seite die wachsende Digitalisierung und Automatisierung des Autos bis hin über das hochautomatisierte zum vollautomatischen Fahren in einer überschaubaren Zahl von Jahren. Also unendliche Zukunftsthemen um die Mobilität herum. Leitanbieter sind wir nach Meinung praktisch aller internationalen Experten inzwischen mit anderen zusammen, auch die Japaner spielen mit, die Amerikaner spielen mit, geworden. Wir haben nach McKinsey sogar die größte Vielfalt des Elektromobilitätsangebots der gesamten weltweiten Industrie. 17 Modelle der Elektromobilität hat die deutsche Automobilindustrie gegenwärtig im Markt. Und im Lauf des Jahres 2015 kommen noch einmal 12 Modelle hinzu. Wir werden dann 29 Modelle im Markt haben. Reine Elektromobile, Plug-in-Hybrids, Range-Extender. Das heißt, es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der zweifelt, ob die deutsche Automobilindustrie wirklich die Elektromobilität will. Daran gibt es heute überhaupt keine Frage mehr. Schon aus strategischem Interesse wollen wir die weltweit führende Automobilnation bleiben? Wollen wir in einem Land wie China in einer Spitzenposition bleiben? Das heißt, wenn man jetzt für wenige Jahre einen Abschreibungsimpuls aussendet, sagen uns auch praktisch alle Firmenwagen- und Flottenmanager, dann würde man mit Sicherheit einen stärkeren Hochlauf im Bereich der Firmenwagen bekommen. Und ich füge gleich hinzu, Abschreibungsmodelle kennen wir seit Ludwig Erhard. Sie waren immer Teil der sozialen Marktwirtschaft. Sie können nicht einfach unter den Begriff Subventionen subsumiert werden. Und sie haben einen enormen Vorteil für jeden Finanzminister. Sie sind über die lange Zeit fiskalisch neutral, führen also langfristig nicht zu dramatischen Einnahmeausfällen des Staates. Aber unser Aufruf an die Politik ist, bitte macht jetzt im Jahre 2015 endlich ein klares Signal auch an der finanziellen Front. Es kostet den Staat auf Dauer nichts. Es ist gut für die Elektromobilität. Und dann kann Deutschland eben nicht nur Leitanbieter sein, sondern im Laufe der nächsten Jahre auch Leitmarkt werden. Wir sind, was die Leitanbieterschaft angeht, in der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer auf einem guten Weg. Wir sind, was den Leitmarkt angeht, in Deutschland noch nicht auf dem Weg, den wir eigentlich entwickeln könnten. Dazu habe ich ein paar Ideen vorgetragen, was sich ändern muss. Und deswegen ist das Jahr 2015 natürlich ein wichtiges Jahr, weil wir hoffen, dass in diesem Jahr jetzt die Entscheidungen auch im Raum der Politik getroffen werden, die zum Hochlaufen des Leitmarkts notwendig sind. Die Zeit wird reif. Und wenn wir im Juni das Gespräch mit der Bundeskanzlerin haben werden, dann hoffe ich, dass der Knoten gelöst wird und dass wir 2016 dann auch eine bessere Anreizkulisse bekommen für den Erwerb von Fahrzeugen. Ihr bester Bündnispartner, die Grünen? Wenn Sie von Hessen sprechen? Wir freuen uns, dass eine schwarz-grüne Koalition sowas auf den Weg bringt. Und gute Ideen sind offen für alle Parteien.